So, dann herzlich willkommen zur Wochenendausgabe. Gerade noch rechtzeitig, bevor die US-Futures dann handeln. In dieser Woche wird Amerika nochmals eine Stunde früher eröffnen, denn wir stellen erst an Ostern dann die Sommerzeit um. Das heißt also Börsenschluss um 21 Uhr und jetzt Start der US-Futures um 23 Uhr. Und aktuell haben wir 22 Uhr. So, dann kommen wir gleich eben mal auch zu den US-Indizes und fangen hier beim Dow Jones Index an. Am Freitag ist jetzt hier bei 17.580 eine Short-Position eingegangen worden. Das Setup wurde eben veröffentlicht, gleichzeitig eben noch eine zweite Short-Position. Es ist also hier ein kombinierter Trade. Bislang ist der Index unter dieser Trendlinie noch geblieben, aber so wichtig ist die Linie nicht. Diese war eigentlich wichtiger, weil es hier zu keinem Rücksetzer gab. Hier war ich noch nicht wirklich short richtig eingestellt, sondern also es ist wenn eine Umkehrkerze gekommen wäre, dann wäre ich short eingestellt gewesen. So, jetzt sind wir hier 300 Punkte noch weiter angestiegen und jetzt gibt es hier zwei markante Levels. Eins wurde angelaufen und deshalb wurde hier jetzt eine Short-Position eingenommen. Das zweite wird eben an der oberen Marke. Und das Stopp, für mich ist es jetzt hier wichtig. Ich meine, jeder muss selber sein Risiko natürlich bestimmen. Könnte auch ins Unendliche natürlich nicht gehen, aber dass der vielleicht sogar einmal temporär nächste Woche noch auf 18.000 vielleicht ansteigt, klar, muss berücksichtigt werden. Das wären jetzt hier noch 400 Punkte, der Stopp liegt 300 Punkte weg. Wie gesagt, ist aber auch ein kombiniertes Signal. Wenn, dann wären es eben rund 200 Punkte, wenn man diese beiden Limits addiert, Durchschnitt bildet, dann wären es rund 250 Punkte. Ja, aber eventuell wird das Limit nach oben noch gesetzt oder eben wie gesagt, womöglich ist hier auch ein Ende da. Also hier bleibe ich nächste Woche nach der Aufwärtsbewegung short zum ersten Mal richtig eingestellt, auch definitiv antizyklisch. Wie gesagt, das sind jetzt komplett antizyklische Trades. Die anderen folgten eigentlich, klar war das hier unten auch relativ antizyklisch, aber die Aktientrades und auch die Devisentrades waren dann eher prozyklisch. Man muss halt schon irgendwie in meinen Augen Mix finden zwischen pro- und antizyklisch, nicht nur antizyklisch und natürlich aber auch nicht nur prozyklisch. Wieso eben der Dow Jones noch auf 18.000 Punkte ansteigen kann, liegt auch im S&P 500 Index begründet. Hier kann das eben rund 30 Punkte noch ansteigen. 30 Punkte. Und das wird eben die 300 Punkte gerade im Dow Jones dann entsprechen. Von Freitag 300 Punkte würden wir hier knapp unter dem Schlusskurs liegen. Deswegen, also unter dem Stopp liegen, aber deswegen auf Schlusskursbasis. Klar kann man theoretisch auch unglücklich ausgestoppt werden, aber irgendwo muss man natürlich bei antizyklischen Setups auch einen Stopp legen. So, soweit eben die Begründung, wieso ich jetzt hier antizyklisch short gehe. Im DAX hat sich jetzt das Bild nicht verändert. Das Kaufsignal ist nicht ausgelöst worden. Das Gap dann geschlossen. Den unteren Zielbereich nicht erreicht. Hier lag mal zwischendrin mal eine mögliche Kaufzone. Habe ich nicht zugegriffen. Und jedenfalls nicht für den Stream. Und hier ist dann im Prinzip, kann eben auch der DAX mit dem Dow Jones noch eben rund 300 Punkte ansteigen. Dann wird sich das mit dem Dow Jones, mit dem S&P, mit dem DAX sich hier ein ideales
ja, Short-Szenario erstmal gegeben, komplett antizyklisch. Allerdings, wie auch sonst, jetzt hier unten ist komplett im bärisch aussah, kann eben auch der Markt hier kurz nochmals, ja, bis zum maximalen Erholungspotenzial oder auch komplett durch. Deswegen, ich werde jetzt hier mit diesem, sag ich mal, mit den Gewinnen, die letzten Wochen, Monate aufgelaufen sind, kann man jetzt hier einmal einen kombinierten Short Trade wagen. Allerdings natürlich nichts übergewichten im Moment. Das ist natürlich auch der Fall. Im DAX, ja, Tageschart sagt es mir jetzt hier, ja, wenig. Die Aufwärtstrendlinie ist jetzt hier wieder überwunden worden, aber so wichtig ist die da jetzt auch nicht mehr. Ist zwar jetzt hier nochmal, ja, punktgenau aufgesetzt worden. Vielleicht auch Zufall, hier im Wochenchart ist jetzt ein Doji entstanden. Mehr gibt es eigentlich im Moment im DAX in meinen Augen nicht zu sagen. Australischer Dollar, US-Dollar wurde mit, ja, 1, 2, 2, 2 Mal mit kräftigen Gewinn dann verkauft. Hier warte ich jetzt auf einen größeren Rücksetzer, vielleicht eben nochmal an die letzte Kaufzone ran, die lag eben hier bei 0,7460 rum. Wird auch vermutlich, ja, direkt auch ein Kauflimit erfolgen, auch wenn die vielleicht die Muster es nicht unbedingt dann hergeben, dass es dann direkt ansteigt, aber nochmal ein Versuch mit einer halben Positionsgröße, Stopp relativ weit unten, dann ja, kann man nochmal einen Trade wagen. Silber wurde hier bei 16, ja, 16,03 ausgestoppt, 700 Pips mitgenommen. Wie man sieht, lief am Freitag dann ist deutlich tiefer. Kleine Erholung, Börsenschluss. Auch hier denke ich mal, enorme Gewinne aufgelaufen. Hier kann man auch noch, ja, nahezu blind nochmal in diesem Bereich von 15,50, 15,40 vielleicht zugreifen. Einfach, um einfach die Position zurückzukaufen. Bei Palladium, auch wenn das jetzt hier auch nur eine Indikation ist und immer wieder mit Monatskontrakten eben der Chart verändert wird leicht, ist jetzt hier trotzdem nahezu, ja, jetzt am Freitag exakt nochmal am EMA 200 dann abgeprallt. Ja, das war auch dann das Kursziel, ohne eben das Kauflimit zu erreichen. Weiter wird es im Moment nicht verfolgt. Theoretisch kann man hier auch ja, einen Short vielleicht wagen. Twitter wurde 15,80, ja, nein, 16,80, Entschuldigung, eingekauft. Freitag ging es kurz hoch, scheiterte aber dann an dem Hoch. Ja, gefällt mir natürlich nicht die dunkle Kerze, aber ich habe jetzt hier leider den falschen Dings. Der Stopp lag schon direkt hier oben, weil so ein Dollar Risiko. Muss ich gleich nochmal auch abspeichern. So. Fresenius Metal, nein, nicht Metal Care, sondern nur Fresenius SE ging nach der Kerze wie erwartet runter. Ja, kann sich eventuell hier schon an der Rainbow-Oberkante halten, an der Unterstützungslinie. Ich warte weiter hier, dass es noch ein Stück fällt, um ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis zu bekommen. Morphosis ist im Gewinn. Muss man weiter verfolgen. Nochmal ein Anstieg 43. Würde ich es dann erstmal, wenn ich hier auch wieder nur kurzfristig unterwegs bin, wieder geben. Zu Chevron habe ich nochmal, und nicht nochmal am Freitag, in meinen Augen ein schönes Short-Szenario. Hier relativ hoch kann man hier einsteigen. Stopp wäre dann ja gute 2 Dollar weiter oben. Chance-Risiko-Verhältnis etwa bei 91, ob jetzt 90 erreicht wird, ja,
Mal schauen, vielleicht ein Tief. Gefällt mir hier sehr gut. Kann sich natürlich noch ein Stück ausdehnen. Und natürlich hoffentlich nicht über diese Marke. Zu Gold habe ich eine längere Analyse letzte Woche veröffentlicht. Hier nochmal, oder zum ersten Mal dann im Video eben erwähnt. Aus der Unterstützungszone bei 1220 rum. Wäre ideal. Jeweils das nächste Unterstützungslimit wäre bei einem Schlusskurs dann aktiviert. Intraday, klar, ist jetzt hier nicht groß weit weg. Kann sich auch nach unten ausdehnen und sofort dann nach oben springen. Also hier sind auch keine Limits aktiv, werden aber dann in den Markt gelegt. Und so weiter hier unten. Wenn die Marke auf Tagesbasis fällt, 1,190 und so weiter. Stopp wird dann auch erst angegeben, wenn das Setup aktiv ist. Danke jetzt fürs Zuhören. Allen noch einen Rest, schönes Wochenende oder einen guten Wochenbeginn.